shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar den heftigsten Solo-Money-Glitch, den es jemals in GTA 5 gegeben hat, der wirklich so übertrieben heftig ist. Ich kann es euch nur sagen, ich habe wirklich in kürzester Zeit, also wirklich in ein paar Minuten, über 10 Millionen Dollar gemacht, und der ist so einfach. Ich muss allerdings sagen, dass es nicht bei jedem klappt. Also bei der PS4 klappt es auf jeden Fall bei manchen, auf der Xbox One weiß ich es nicht und auf dem PC weiß ich es auch nicht. Und sogar für die Leute, die eine PS4 haben und den Glitch probieren möchten, sogar da funktioniert es nicht bei allen. Also bei mir hat es wunderbar funktioniert und bei meiner Freundin, die neben mir sitzt, hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Keine Ahnung, woran es liegt, aber gebt bitte nicht mir die Schuld, wenn es bei euch nicht klappt und ihr jetzt irgendwas kauft, was ihr kaufen müsst oder braucht, und es klappt bei euch nicht. Also ich erzähle euch, wie der Glitch funktioniert, was ihr dazu haben müsst, und dann weiß ich halt nicht, ob es wirklich bei euch klappt. Aber ich denke mal, bei 50-60% aller Leute klappt es zu 100% und es ist mega krass. Und wenn es bei euch klappt, dann seht euch als Gewinner des heutigen Tages an, auf jeden Fall. Und ich erzähle euch jetzt, was ihr dazu braucht, und zwar einen Zweitcharakter als erstes. Welchen Rang oder was der hat, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn ihr noch keinen habt, erstellt ihr euch einfach mal kurz ein. Dazu braucht ihr ein Clubhouse, das findet ihr hier. Ich denke mal, die meisten von euch haben das inzwischen. Und wenn ihr da mal drauf geht, müsst ihr mal schauen, ob ihr einen Waffenschrank und eine Werkstatt habt. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr das einfach jetzt hier anklicken und auf Renovieren klicken, damit ihr das auch habt. Ich habe jetzt einfach mal auf Stil, Clubembleme und Clubname verzichtet. Ob das eine Rolle spielt, kann ich euch wirklich nicht sagen, aber kauft euch einen Waffenschrank und eine Werkstatt. Wenn ihr das schon habt, könnt ihr die Seite schließen, ansonsten kauft ihr das und geht auf Renovieren. So, als zweites müsst ihr hier auf Finanzen und Dienste gehen, geht auf die Matzebank und tut mal euer komplettes Geld, was ihr auf der Hand habt, einzahlen und hebt dann anschließend 100.000 Dollar ab, dass ihr 100.000 Dollar auf der Hand habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum das so ist, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich kapiere den ganzen Glitch nicht, aber er funktioniert zumindest mal bei mir. So, wenn ihr es dann abgehoben habt, müsst ihr einfach nur die Seite wieder schließen, geht über Start online und wechselt auf euer Zweitcharakter. So, wenn ihr dann mit eurem Zweitcharakter irgendwo gespawnt seid, müsst ihr einfach nichts anderes mehr machen, als euer Handy öffnen, geht da wieder ins Internet und bam, wie ihr seht, 2,825 Millionen bekommen. Warum? Ich habe keine Ahnung warum. Aber das war's eigentlich schon mit dem Money Glitch. Wirklich übertrieben heftig. Und jetzt müsst ihr einfach nur wieder auf Charakterauswahl gehen, wechselt wieder zu eurem Hauptcharakter, wechselt sofort wieder zu eurem Zweitcharakter, geht in das Internet rein und wie ihr seht, 2,8 Millionen wieder. Und wenn ihr das die ganze Zeit macht, dann bekommt ihr wirklich in kürzester Zeit wirklich übertrieben viel Geld. Und ja, mehr gibt's eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Ich würde euch einfach nur empfehlen, übertreibt's nicht. Macht jetzt keine 100 Millionen oder so. Macht's einfach so 10, 20 Millionen höchstens. Einfach nur, damit ihr halt genug Geld habt. Aber übertreibt es nicht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass, wenn Rockstar das dann patcht, dass ihr dann wahrscheinlich, weil ihr so viel Geld auch in kürzester Zeit bekommen habt, wo nicht nachvollziehbar ist, dass ihr das Geld vielleicht wieder abgezogen bekommt oder vielleicht ja mal in 2 Wochen gebannt werdet oder so. Deswegen übertreibt's einfach nicht, dass die Banngefahr relativ gering ist, und macht den wirklich so schnell, wie es geht. Weil ich kann mir vorstellen, dass er bis heute Abend schon nicht mehr funktioniert. Deswegen, wenn er bei euch funktioniert, macht es ein paar Mal, dass ihr einfach ein bisschen Geld habt, aber übertreibt es bitte nicht. Und für die Leute, bei denen es nicht klappt, bitte gebt nicht mir die Schuld. Bei meiner Freundin klappt es auch nicht, wir haben alles probiert. Bei mir hat es wunderbar funktioniert. Also Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe natürlich, dass es bei euch gefallen hat, dass es bei euch geklappt hat. Wenn es so ist, schreibt mir mal in die Kommentare und schreibt, ob es bei euch geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und bei den Leuten, bei denen es geklappt hat oder die eine Idee haben, woran es liegen könnte, ja, würde ich mich auch freuen, wenn ihr da was in die Kommentare reinschreiben würdet. Also Jungs, ich bin mal an der Stelle raus, wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Glück. Und ja, ciao, euer Zeddy.